Liebe Teilnehmer dieses Kongresses, dieser Versammlung hier in Köln, ich stelle mich Ihnen vor, Oliver Wirtmann, Geschäftsführer des Kuratoriums Deutsche Bestattungskultur, Pressesprecher im Bundesverband Deutscher Bestatter, Chefredakteur des Magazins Bestattungskultur, kurz gesagt der Oberbesenschwinger der deutschen Bestatter, was das Thema Kultur, Ethik, ethische Implikationen, Marketing, Image betrifft. Oder auch wenn die Bild-Zeitung anruft und es einen Skandal gab in einem deutschen Bestattungshaus, dann ist der Wirtmann gefragt, zusammen mit meinem Kollegen in der Geschäftsführung schnell noch einen Kaffee holen und dann geht die Düse. Und dann muss man gucken, dass man manchmal auch Pleiten, Pech und Pangen von der Matte bekommt. Tschüss. Wusste gar nicht, dass Sie schon ein Enkelkind haben, Herr Kugelkorn. Junger Opa. Das ist immer so schön, wenn man im Zoo ist und die ganzen jungen Mütter sind da. Ja, ne? Kleine Kinder, ist ja immer total kommunikativ. Bis zu dem Punkt, wo sie sagen, Opa, Opa. Das ist dann aber Sie könnten als Papa noch durchaus durchgehen. Ciao. Ja, und in dieser Aufgabe bin ich deutschlandweit unterwegs. Wir haben unsere Geschäftsstelle in Düsseldorf. Der Bundesverband Deutscher Bestatter und das Kuratorium als kulturelle Abteilung repräsentieren etwa 80% der deutschen Bestatter. Und meine Aufgabe ist es sozusagen, um es noch einmal ein bisschen ciao, lockerer zu sagen, schön Wetter zu machen für die deutschen Bestatter. Ich bin vom Studium her Theologe. Ich habe katholische Theologie studiert, evangelische Theologie, angewandte Psychologie und Medienwissenschaften und bin im Ehrenamt noch evangelischer Pfarrer. Ich bin gerne zu Ihnen gekommen, weil ich im Kontakt mit Herrn Nemitz festgestellt habe, dass Herr Nemitz ein äußerst profunder und ernstzunehmender Gesprächspartner ist. Ich bin gerne hier, weil ich eine Empfehlung bekommen habe vom Herrn Homburg, einem Bestatter aus unserem Kreis, den ich auch ebenfalls sehr schätze. Und ich bin gerne gekommen aus dem Grund, weil ich auch in einen Dialog eintreten möchte, anders vielleicht als jetzt in einem langen Gespräch, was wir heute sicher nicht führen können, aber grundsätzlich. Zu diesem Dialog gehört dazu, dass ich Ihnen sagen muss, dass ich diese Dinge von Kyronik durchaus auch kritisch sehe. Aber das soll nicht unser Thema heute sein, sondern das Thema Dialog und das Thema Finanzierung der Möglichkeiten. Ich sage Ihnen das aber, dass Sie nicht binnen kurzer Zeit eine Publikation aus dem Hause der deutschen Bestatter in die Hände bekommen. Es wird nämlich ein großer Artikel über die Kryonik erscheinen, den Herr Nemitz zusammen mit Herrn Homburg erarbeitet hat. Es wird dort ein rechtlicher Aspekt noch erscheinen in diesem Artikel, angedockt, und auch ein ethisch-kultureller. Und dann würden Sie sagen, da hat er bei uns so ein schönes Gesicht gemacht, der Wirtmann, und dann lesen wir so etwas. Ich bin immer für Kämpfen mit offenem Visier. Ich halte es da gerne mit Franz Josef Strauß, man muss Pflöcke rammen. Und ich ramme den Pflock ganz woanders ein, nicht heute im Vortrag, und Sie tun ihn woanders einrammen, und dann kommt man in einen Dialog. Nicht schlimmer in unserer Zeit, als die Leute sagen, ist alles immer wunderbar, alles schön, und in Wahrheit ist es eine Verlogenheit, wenn man nicht ehrlich miteinander umgeht. In dem Sinne aber heute nicht diesen Dialog, sondern die Frage nach Finanzierung. Und dazu ist notwendig, dass wir die Bestattungskultur zumindest in 7 Meilenstiefeln durchstreiten, um dann die Perspektive, die für Sie relevant und wichtig ist, einordnen zu können und dann zur Finanzierung zu kommen. Ansonsten wäre es so, dass ich hier wie ein Mensch komme, dem es nur ums Geld geht oder Finanzierung. Meine lieben Herren hier, so und so macht man das und ab die Post. Das glaube ich nicht in Ihrem Sinne. Haben Sie einen Funkteil oder schalten wir hier weiter? Ne? Ja, mors certa, hora incerta, der Tod ist sicher, die Stunde ist aber ungewiss. Das gilt für Menschen aller Weltanschauungen, aller Überzeugungen. Und das ist schon einmal ein Punkt, den ich Ihnen gegenüber sehr positiv ausdrücken möchte. Sie machen sich zu diesem Thema Gedanken. Und ich darf Ihnen sagen, dass ich es täglich erlebe, dass Menschen sich überhaupt keine Gedanken über das Thema Tod und Sterben machen. Und da sage ich Ihnen ganz ehrlich, da kriege ich Pickel ins Gesicht und so eine Krawatte. Denn die Leute wollen heute offen sein, sie wollen offen reden über sexuelle Orientierung, über Politik, über Weltanschauung, Religion. Und wenn es um das Thema Tod geht, ist auf einmal Tabula rasa und es wird nichts diskutiert. Das zeigt, dass es in dieser Gesellschaft eben nicht immer so offen zugeht, wie wir behaupten. Denn non mortem timemus et cogitatione mortis, nicht den Tod fürchten wir, sondern die Vorstellung vom Tod. Wenn es nicht so wäre, würden am letzten Sonntag nicht über 12 Millionen Professor Börne im Tatort Münster gesehen haben. Wir fürchten nicht den Tod,
denken Sie an Actionfilme und anderes, sondern die Vorstellung vom eigenen Tod. Und auch das ist wieder ein Thema, was jenseits weltanschaulicher Überzeugungen angesiedelt ist. Der heilige Benedikt hat gesagt, halte Ordnung und die Ordnung wird dich halten. Und da sind wir schon fast beim Thema Bestattungsvorsorge. Sie müssen vereinbaren, was für Sie Ihre Perspektive ist nach Ihrem Ableben. Da haben Sie eine ganz spezifische. Und dazu gehört aber auch, dass die substanziell rechtlich wie finanziell hinterlegt ist. Ansonsten ist das alles Schall und Rauch. Wenn ich, jetzt gehe ich mal von Ihnen und Ihrer Perspektive weg, wenn ich bestimme, ich möchte als evangelischer Pfarrer bestattet werden, es soll eine Bibel auf meinem Sarg sein und dann die und die Lieder. Und dann kommt meine Frau, mit der ich mich gut verstehe, aber ich würde mich vielleicht mal nicht gut verstehen. Und dann wird sie sagen, am Schluss, papalapap, wird alles nicht gemacht, es wird so gemacht. Dann wird es durchgeführt, wie meine Frau das sagt. Denn sie ist die Totenfürsorgeberechtigte und kann dann so entscheiden. Und das bedeutet auch für ihre Perspektive. Sie können sich vielerlei Gedanken machen. Ich komme aus Franken, habe Migrationshintergrund sozusagen, lebe hier im Kölner Großraum. Der Franke würde dann sagen, Sie haben es so festgelegt und jetzt sagen die Angehörigen, jetzt machen wir es alleweil mal anders. Und dann sage ich Ihnen nochmal was Fränkisches, da bleibt Ihnen das Maul trocken. Da machen Sie gar nichts mehr. Denn rechtlich müssen Sie Ihre Wünsche auch absichern, nicht nur finanziell. Sonst kann es sein, dass die Dinge eben nicht durchgeführt werden. Es kann gut gehen, muss aber nicht. Am Ende der Lebensreise gut ankommen, nicht nur einen Bestattungsvorsorgevertrag schließen, sondern die Dinge ordnen. Rechtlich, wie finanziell, wie auch inhaltlich. Das sind die drei Aspekte. Rechtlich, finanziell, inhaltlich. Und wenn Sie das nicht substanziell tun, ist das reine Verbalerotik, meine Herren. Reine Tralala. Nicht nur Ihres, sondern jede Form der Bestattung. Wir malen uns ein Bild und es wird nicht. Ich habe am Stadtrand von Köln Bergisch Gladbach ein Häuschen gekauft aus den 60ern und renoviert. Ich hätte gern vielleicht auch eine schöne Villa, habe aber das Geld nicht dafür. Das Geld wird aber reichen, zu einem Architekten zu gehen und mir Pläne zu zeichnen. Dann schreibe ich Villa Wirtmann. Dann gehe ich zu Ikea, lasse das Rahmen, hänge mir die in das Wohnzimmer. Es leuchtet Ihnen ein, diese Villa steht in 40 Jahren noch nicht. Das ist reine Idee. Ein Vertrag ist nur so weit substanziell, wie er rechtlich und finanziell nachhaltig abgesichert ist. Sonst ist es eine Perspektive, die Sie haben, die vielleicht wahr wird, aber vielleicht auch nicht. Menschen haben zwei Ängste vor dem Tod, sagt der Philosoph Pavel Radchenko in seiner Promotion. Die Angst vor dem Tod als Grundgegebenheit des Lebens. Und da will ich Ihnen mal sagen, diese Angst können wir mal nach über tausenden Jahren Kulturgeschichte abhaken. Also, dass wir Angst haben, dass wir sterben werden, so dumm kann doch keiner sein, denn wir werden sterben. Die zweite Angst ist schon verständlicher und legitimer. Die Angst vor der Ungewissheit und den Umständen des eigenen Todes. Deswegen bin ich immer kritisch gegenüber so überfrommen Christen. Der Herrgott hat uns erlöst, wir gehen der Auferstehung entgegen. Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich, da hat Jesus geweint vor seinem Tod. Also ist scheinbar das Thema Tod immer mit Unsicherheiten verbunden. Wir stehen heute bestattungskulturell jenseits der christlichen Auferstehungshoffnung, auch wenn wir im Schatten des Domes sind. Kardinal Wölki möchte vielleicht, dass ganz Köln katholisch ist. Wir wissen aber, das ist die Stadt jener, die sich als Schwule und Lesben verstehen. Das ist die Stadt jener, die auch durchaus die Dinge anders sehen. Wir stehen also heute in der Multioptionalität der Moderne. Das tut mir als evangelischem Pfarrer auch leid. Ich wünsche mir auch, dass die Boutique mehr voll ist bei mir, wenn ich ab und zu Aushilfsgottesdienste halte. Es ist aber nicht. Und es geht nicht darum zu klagen, sondern den Status quo zu beschreiben. Die Rede vom Wandel der Bestattungskultur ist eine Floskel. Das klingt so schön, viele reden davon. Die Bestattungskultur ist im Wandel. Ich erlebe das immer bei journalistischen Interviews. Diese Aussage ist nichts anderes, wie wenn ich Ihnen sage, wenn es regnet, wird die Straße nass. Dann können wir auch nicken und sagen, ja, ja. Aber was soll das heißen? Denn Gesellschaft ändert sich, so ändert sich auch Bestattungskultur. Was bleibt konstant? Was verändert sich? Wo sind vorsichtig geboten? Welche Trends sind nachhaltig? Eine lange Debatte könnte man da führen. Ich halte es da mit Rainer Maria Rilke. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen wie so ein Baum, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde in den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Und der Satz gefällt mir besonders gut aufgrund Ihrer Perspektive. Sie wissen nicht, ob das alles so eintritt, aber Sie wollen es vielleicht versuchen. Und dieser Satz gefällt mir deswegen so gut, weil er keine Scheinverheißungen macht. Wo wir im Bundesverband der Bestatter richtig aggressiv werden, wenn Bestatter Scheinverheißungen machen. Die dümmste Bestatterwerbung, die ich mal gesehen habe, heißt, das ist fast schon ein Kalauer und zum Lachen, wenn Sie gestorben sind, bleiben wir Ihr erster Ansprechpartner.
Das zeigt die ganze Hilflosigkeit von dummem Gerede. Und Bestattungsvorsorge und Absicherung heißt eben nicht, dass alles geregelt ist, dass wir es aber zumindest versuchen wollen. Und das rate ich Ihnen auch. Haben Sie für Ihre Bestattung vorgesorgt? Ich mache es kurz, nur 28%. Die anderen sagen, das sollen mal meine Kinder entscheiden. Und da wundere ich mich sehr. Wenn es jetzt zu Neuwahlen kommen sollte, nur mal fiktiv, wenn ich diesen älteren Herrschaften sage, gebt die Briefwahlunterlagen deinen Kindern, die sollen für dich entscheiden. Dann sagen die, Herr Wirtmann, ich glaube, es föhnt, ich weiß schon noch, was ich zu wählen habe oder nicht. Ich brauche da keine Nachhilfestunde. Beim Thema Tod sagen die Leute auf einmal oder einige, das sollen meine Kinder entscheiden. Ich bin da anderer Meinung. Wenn wir permanent von Artikel 1 Grundgesetz schwadronieren, alle Parteien, die Würde des Einzelnen, die einzelne Entscheidung, dann überlasse ich es doch nicht anderen, sondern lege fest, was für mich stimmig ist. Und nur deswegen sind Sie ja hier auch bei dieser Veranstaltung, weil Sie Ihre Perspektive gefunden haben oder finden wollen. Eine Infratest-DIMAP-Umfrage aus 2016, was kommt nach dem Tod? 30% sagen nichts, 21% Weiterleben der Seele, Auferstehung, Wiedergeburt, Verwandlung der Materie, habe keine Vorstellung. Das zeigt diese Multioptionalität eigentlich schon an. 62% haben noch nie eine Bestattung in Auftrag gegeben. Und deswegen haben die Menschen keine Vorstellung, was das kostet. Das ist das leidige Thema von Herrn Kuckelkorn und von allen anderen Kollegen. Die Leute gehen ins Bestattungshaus und sagen, was kostet eine Bestattung? Die Frage klingt ja legitim, die Frage ist aber genauso töricht, wenn ich wie zu VW gehe und sage an den Empfang, sagen Sie mal, was kostet bei Ihnen so ein Auto? Was soll der jetzt antworten? Der alte Polo, 15 Jahre alt oder ein nagelneuer Passat? Es kommt drauf an. Das liegt daran, dass die Menschen kein Preisgefühl in dem Bereich haben. Wenn ich Ihnen sage, die neueste Oetker Tiefkühlpizza vegetarisch kostet 19,50, fiktiv gesprochen, sagt jeder, also so eine Pizza kaufe ich nicht. Weil Sie natürlich ein Preisgefühl haben, dass 19,50 kein adäquater Preis für eine Tiefkühlpizza ist. Bei Bestattungen meinen die Leute, es gibt was für 800 Euro. Das ist ein Problem. Und auf diesem Tabu gibt es auch Geschäftemacher. Und glauben Sie nur nicht, dass es nur solche seriösen Häuser wie Kuckelkorn gibt. Wir haben 5% immer auch in jeder Branche schwarze Schafe. Ja, die meisten waren mit dem Bestatter zufrieden, das Internet. Viele Irrtümer, die wir so permanent hören. Ich möchte meinen Angehörigen nicht zur Last fallen, anonyme Bestattung. Frage ich mich, wenn jeder möchte Deutschland Superstar werden, oder nicht jeder, aber einige. Und jeder sagt die Wertschätzung des Einzelnen. Warum verschwindet dann jemand anonym? Und der schöne Satz der Dichterin Mascha Kaleko heißt, bedenke den eigenen Tod, den stirbst du nur. Mit dem Tod der anderen musst du leben. Und dann gibt es Menschen, die wollen so moderne Performer sein, die sind ganz locker relaxed, haben Abercrombie & Fitch T-Shirts an und sagen, oh yeah, ich habe im Herzen ein Bild. Das klingt schön, aber der Mensch braucht äußere Zeichen einer tieferen Wirklichkeit. Sonst gäbe es keinen Sex, da gäbe es keine Küsse und es gäbe auch keine Geschenke. So ist auch Bestattung immer abhängig von äußeren Zeichen. Sagen Sie mal jemandem, der so redet, ich komme am Abend mit dem Wäschekorb zu Ihnen und da tun Sie alles von Ihrer verstorbenen Mutter rein, ich entsorge das für Sie, brauchen Sie doch nicht, Sie haben doch ein Bild im Herzen. Dann wird vielleicht mancher sagen, also ich hätte schon gerne eine Erinnerung. Wissen Sie, man traut sich heute nicht mehr zu widersprechen, wenn jemand sagt, das ist seine Meinung. Warum? Wir wohnen weit entfernt, wir können kein Grab unterhalten, hören wir jeden Tag. Komisch, auf Malle finden sie alle noch den Weg. Und zum König der Löwen-Musik. Warum findet man nicht den Weg dann mal vielleicht zur Mutter an ein Grab? Wobei Ihnen sieht es ja in der Perspektive dann einmal wohl anders aus. Ich brauche für meine Trauer keinen Ort und solche Dinge. Wald begraben, auch diese Dinge. Na, jetzt hängt der ein bisschen, ja, jetzt kommt der. In der Bestattungsbranche wird von Trends geredet. Da gibt es Marktteilnehmer, die wollen Ihnen Trends erzählen, zum Beispiel, dass Waldbestattungen in sind. Darauf reflektieren dann Anbieter und Medien. Warum reflektieren Medien? Ganz legitim und ich verstehe das. Denn Medien müssen ja etwas Neues berichten. Die können ja nicht am Montag einen Artikel in der Kölner Rundschau bringen, dass Christoph Kuckelkorn die Oma Erna mit 89 Jahren zur Erde bestattet hat und der Pfarrer Müller kam. Was soll das für ein Artikel sein? Das interessiert keinen. Also muss ich über etwas berichten, was mutmaßlich neu und innovativ ist. Deswegen ist in der gesellschaftlich-medialen Wahrnehmung es so, dass es neue Bestattungstrends gibt im Wald,
Diamant, obwohl es nur ein Erinnerungsdiamant ist. Weltraumbestattung, ein paar Gramm werden ins Weltraum geschossen. Und auch ihr Thema ist absolut prädestiniert dafür. Ich habe exorbitant relativ in der Relation zu dem Kreis von Menschen, die so denken wie Sie, exorbitant viele Interviews, wo mich Presse anfragt. In Wahrheit sind die Bestattungsformen auch inklusive derer, die für Sie einmal in Frage kommt, jenseits der Bestattung, sondern der Biostase im Grunde, 0,2% der deutschen Bestattung. Das heißt, die Leute lesen gerne, was es alles gibt, aber wenn es dann um Fakten geht, um die eigene Mutter, sagt man, ja, aber Mutter kommt doch auf den Friedhof. Ein realer Trend ist der Trend zur Feuerbestattung. Der ist nicht herbeigeredet. Etwa 60% aller Bestattungen sind heute Feuerbestattungen. Der Kulturwissenschaftler Professor Dr. Norbert Fischer, Universität Hamburg, sagt, die Urne ist das sepulkrale Signe einer mobilen Gesellschaft. Klingt ganz abgehoben. Also sozusagen die Urne steht für eine gesellschaftliche Mobilität, weltanschaulich wie auch räumlich. Denn die Urne oder die Feuerbestattung bietet verschiedene Bestattungsmöglichkeiten. Auch bei Herrn Kugelkorn sind wir bestimmt bei über 60%. Sie können ihn dann mal fragen, vielleicht schon mehr, von Bestattungen mit Feuerbestattung. Er wird das würdig und gut tun. Ich weiß aber von Herrn Kugelkorn, dass er genauso wenig wie der Oliver Wittmann einmal feuerbestattet werden möchte. Kugelkorn möchte einmal erdbestattet werden und der Wittmann auch. Ja, das ist einfach Werbung. Erdbestattung, Feuerbestattung, Musik oder vom Band. Ich will meinen Erich so in Erinnerung behalten, wie er war. Der Erich war ein bisschen ein Schlamper. Der Bestatter hat aber alles schön drapiert. Seine ganzen Sachen hat er immer fallen lassen zu Hause. Der Bestatter hat seine alten Dreckstiefel und alles schön drapiert. Ist ganz nett gemacht, ist nur ein kleiner Gag mal am Rande. Was sind Ihre Lebensthemen? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist eine Frage, die Sie sich selbst stellen müssen. Wenn wir jetzt von Absicherung, von Bestattungsvorsorge reden, müssen wir sagen, heute sind gesellschaftlich andere Umstände. Denn der Mensch muss heute sich selbst organisieren in dem Ding, wie er bestattet werden möchte. Es gibt keine Kosten von außen. Es gibt keine Bezahlung von außen. Und auch Kinder kommen aus der Nummer nicht raus. Wir hatten vor 3 Jahren einen interessanten Fall. Ein über 50-jähriger Sohn sollte seinen Vater bestatten. Er hatte seit dem 18. Geburtstag mit ihm nichts mehr zu tun. Er hat gesagt, ich habe mit Vater nichts mehr zu tun, ich mache das nicht. Er wurde verurteilt zu bezahlen. Denn nur bei grobem Undank kann man Abstand nehmen, als engster Angehöriger zu bezahlen. Und auch wenn Sie das Erbe ausschlagen, zahlen Sie trotzdem die Bestattung. Grober Undank würde heißen, der Vater hätte ihn mit Messer bedrohen müssen, sexueller Missbrauch oder ganz schreckliche Sachen. Aber nur weil es Streit gab, ist kein Grund. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Wünsche in Ihrer spezifischen Weise nicht abgesichert haben, auch finanziell und inhaltlich, kann jeder anders entscheiden damit. Es reicht. Dann sagen Sie, ich habe es doch immer gesagt, ich war bei den Kongressen dabei. Mache ich es Ihnen mal ganz geschmeidig. Ich bin jetzt mal Ihr Sohn. Oh, und Sie müssten jetzt mal kurz verstorben sein. Das, wenn Sie mal sehen. Papa hat mir auf dem Sterbebett gesagt, er wünscht es jetzt doch anders. Keine Chance. So, jetzt haben wir die Thematik Chironik. Und wir haben das Faktum Absicherung. Bestattungskosten sind nach dem Todesfall in voller Höhe von den Angehörigen Erben zu tragen. Wenn Sie einen Bestattungsvorsorgevertrag machen, sichern Sie Ihre Selbstbestimmung. Denn Sie haben ganz spezifische Wünsche. Sie treffen Vorentscheidungen über die dereinstige Bestattung respektive die Perspektive, die für Sie relevant ist. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Bestatter, zu dem Sie Vertrauen haben, schon zu Lebzeiten zu sprechen und die Dinge klar zu ordnen. Der wird Ihnen dann Perspektiven aufzeigen. Eine Überführung in die Vereinigten Staaten, das, das und jenes. Und der wird Ihnen sauber sagen, was das kostet. So. Und jetzt gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, das abzusichern finanziell. Wenn Sie das Geld auf einem Sparbuch haben, ist es nicht sozialamtsfest nach § 90 Absatz 3 12. Sozialgesetzbuch. Denn wenn Sie pflegebedürftig werden, ist es so, dass nur ein sehr geringer Teil vom sogenannten Schonvermögen
verbleiben darf, die man nicht einsetzen muss für die Bezahlung der Pflege. Sonst kriegt man keine soziale Unterstützung vom Staat für die Pflegebedürftigkeit. Das bedeutet, wenn Sie das Geld für Ihre Perspektive, und das sind ja größere Beträge, wie wir wissen, auf dem Sparbuch haben, und Sie haben mit krakeliger Schrift noch geschrieben, für meine Bewahrung in der Chironik, ist das für das Sozialamt irrelevant. Die sagen, es wird aufgelöst, was beim Sterben ist, ist irgendwann mal anders. Das bedeutet, Sie müssen es sozialamtsfest hinterlegen, und das geht nur, wenn es eine Zweckgebundenheit ist. Das Geld muss zweckgebunden sein und es muss einen sogenannten Verwendungsausschluss geben. Wenn Sie keinen Verwendungsausschluss haben, geht es nicht. Treuhandkonto, was ist das? Sie zahlen bei der Deutschen Bestattungsvorsorge Treuhand, das ist eine Organisation des Bundesverbands Deutscher Bestatter, diesen Betrag ein auf einem Treuhandkonto. Wir reden mal in dem Bereich, von dem wir hier reden, mal von 15.000 bis 20.000, ist das so? Zu Beginn mal. Legen Sie an. Das reicht aber nicht aus, das Geld anzulegen. Sie müssen einen Bestattungsvorsorgevertrag mit einem Bestatter gemacht haben, wo festgelegt ist, Überführung in die Vereinigten Staaten, das. Und beides muss miteinander in Korrelation sein, das Geld und der Vertrag. Dann ist es nach § 90 Absatz 3 vor dem Sozialamt sicher, denn es hat ja einen Verwendungsausschuss. Dieses Geld auf diesem Treuhandkonto ist Ihr Geld. Es ist aber zweckgebunden für die Erbringung dieser Leistungen an den Bestatter abgeschrieben, aber erst bei Erbringung der Leistungen. Niemals vorher an einen Bestatter Geld bezahlen, der könnte pleite gehen. Niemals Sparbuch, niemals Barbeträge einem Bestatter geben. Wenn ein Bestatter Ihnen sagt, er würde das Geld gerne verwahren, da ist der Ausgang. Kein seriöser Bestatter macht das. Gern. Bei einer Sterbegeldversicherung ausnahmen ein Bezugsrecht eingetragen. Ich merke, Sie sind ja mitten in richtigen Details, komme ich sofort dazu. Eine Minute. Ja? So. Das Bezugsrecht beim Treuhandvertrag hat der Bestatter ausgehend vom Vertrag. Also Bestattungsvorsorgevertrag machen, der kostet nichts. Und dann das Geld finanziell dort hinterlegen. Und beides muss in einer Korrelation sein. Und das Gleiche gilt bei einer Sterbegeldversicherung. Die Sterbegeldversicherung ist das Gleiche, wenn sie einen Verwendungsausschluss hat. Es gibt alte Sterbegeldversicherungen, die hatten ein Endalter 100. Manche werden ja gar nicht so alt oder wer wird schon 100? Der Staat sagt aber, er könnte 100 werden. Und dann nützt auch nichts, wenn man sagt, ja, die Oma liegt doch schon im Pflegeheim, das soll nicht aufgelöst werden. Sie könnte theoretisch 100 werden. Also hat eine gute Sterbegeldversicherung, so wie wir sie anbieten bei der Nürnberger, keinen Erlebensfall. Und sie hat einen Verwendungsausschluss, genau wie das Treuhandkonto, und ein unwiderrufliches Bezugsrecht für entweder das Kuratorium oder den Bestatter. Das Kuratorium würde sich verpflichten, das zu bezahlen, nicht zu bezahlen, dass das so durchgeführt wird, wie sie es vereinbart haben. Das Geld fließt aber bei einer solchen Nürnberger Sterbegeldversicherung nicht an ein Kuratorium, sondern gleich an den Bestatter nach Vorlage der Rechnung, Überführung und anderen Dingen. Entscheidend ist also ein Verwendungsausschluss, kein Endalter und das Vertrag mit Geld in Korrespondenz steht. Wenn Sie einen Bestattungsvorsorgevertrag haben für eine, jetzt mal jenseits Ihrer Perspektive, für 2.500 Euro Feuerbestattung und Sie legen 8.000 Euro an, dann sagt das Sozialamt im Fall der Fälle, ja, das hat ja überhaupt keinen Bezug zueinander. Achtung also. Es gibt auch viele Sterbegeldversicherungen, um weiter darauf einzugehen, die haben Bezugsrecht für die Kinder. Und da erleben wir sehr häufig den Fall, Mutter war immer so schlicht. Und dann war man bei BMW Köln und hat mal richtig eingekauft. Solche Dinge gibt es. Also, Sie können natürlich Ihren Kindern oder Angehörigen auch das Bezugsrecht einräumen. Aber dann müssen Sie sicher sein, dass das klappt. Wir raten zu diesem Produkt, weil das Bezugsrecht dann entweder der Bestatter hat oder das Kuratorium. Noch einmal, das Kuratorium übt kein Bezugsrecht aus. Das Kuratorium hat über 200.000 Mitglieder und steht als Organisation des Bundesverbands für die Interessen der Vorsorgenden. Und dann ist auch uninteressant an dem Punkt, was das Kuratorium sonst bestattungskulturell sagt, denn das Kuratorium steht dafür, dass Ihre Wünsche durchgeführt werden. Und dann ist irrelevant, ob der Wirtmann das mit der Chironik anders sieht oder nicht. Das sind Ihre Wünsche, die werden durchgesetzt. Gegen die Interessen auch von anderen, die sagen, wir machen das nicht. Und bitte entschuldigen Sie mir das. Sie wissen, es gibt sicherlich viele, die würden dann sagen, vielleicht auch im Umfeld von Menschen wie Ihnen, die sich so entscheiden, papa la pap, so ein Quatsch wird nicht gemacht. Hier, wir machen es ganz anders.
Damit müssen Sie rechnen. Und das hat mit Ihrer Chronik gar nichts zu tun. Das gibt es auch woanders. Mutter wollte Feuer, erdbestattet werden, aber dann sagt man, komm, Feuerbestattung. Das makabreste Wort, was Bestatter kennen, ist inzwischen Feuer ohne Feier. Feuerbestattung, keine Feier. Dann kommt noch der coole Satz, wir brauchen keine Feier, wir bewahren Mutter im Herzen. Naja. Sparbuch, Gefahr im Verzug. Bargeld, auch problematisch. Treuhandeinlage oder Sterbegeldversicherung. Und da auch gucken, welche Sterbegeldversicherung. Ich schildere Ihnen hier zwei Wege. Ich muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt natürlich auch andere treuhänderische Einrichtungen. Von den Friedhofsgärtnern, von anderen Einrichtungen. Natürlich schildere ich jetzt hier die, die wir betreiben. Bei dieser Treuhand bekommen Sie auch eine Ausfallbürgschaft, das habe ich vergessen zu sagen, einer namhaften Sparkasse oder Bank. Das heißt, wenn diese Treuhand pleite gehen würde, haben Sie eine Ausfallbürgschaft einer Bank und Sparkasse. Ich kenne aber die Frage, was ist, wenn die Sparkasse pleite geht? Dann muss ich aber irgendwann sagen, was ist, wenn die Welt untergeht? Immer Vorsicht, wenn zu viel verheißen wird. Also das ist eine höchstmögliche Sicherheit, aber 1000-prozentige Sicherheit kann Ihnen ja keiner geben. Die Sterbegeldversicherung ist dann zu empfehlen, wenn Sie ein Alter noch weit unter 50 haben, 50 bis 65. Leute mit 70 eine Sterbegeldversicherung zu verkaufen, auch die in unserer Kooperation, ist eigentlich Betrug. Denn es ist eine große Überzahlung. Sie zahlen mehr ein, als Sie jemals rausbekommen werden. Das ist aber nicht die böse Versicherung, sondern das liegt ja in der Natur der Sache. Wenn jemand 75 ist, kann er nicht 3 Monate zahlen und dann kriegt er nach dem Tod sozusagen 4.000 Euro ausbezahlt. In jüngeren Jahren kann die Sterbegeldversicherung der sinnvolle Weg sein. Bei der gibt es auch eine Einmalzahlung. Ja, bitte verstehen Sie mich hier richtig, auch wenn wir kooperieren mit der Nürnberger Versicherung. Ich bin hier nicht hergekommen, um Ihnen Versicherung oder Treuhand zu verkaufen. Ich will Ihnen nur sagen, das sind substanzielle Möglichkeiten der Absicherung. Bundesnotarregister, das ist, glaube ich, etwas Wichtiges für Sie. Bundesnotarregister, für 19 Euro bekommen Sie dort einen Eintrag, dass Sie das Totenfürsorgerecht dem Bestatter beispielsweise übertragen. Sie haben mit dem Bestatter alles besprochen, wie es sein soll, in der Perspektive, die für Sie relevant ist. Und der bekommt das Totenfürsorgerecht. Der hat keine Rechte über Ihr Geld und über andere Dinge, nur wenn Sie sterben, dass das durchgeführt wird, was Sie vereinbart haben. Wenn dann Ihre Kinder kommen und sagen, na, das machen wir anders. Papa hat gesagt, er hat sich's anders überlegt, unser Beispiel von Hohen. Dann würde der Herr Kugelkorn im Bild sagen, das kann ich mir nicht denken, er hat das Totenfürsorgerecht mir überschrieben. Hier ist es eingetragen im Bundesnotarregister und ich werde das jetzt so durchführen, diese Überführungen in die Vereinigten Staaten, wie es hier vereinbart ist. Alles andere zählt für mich nicht. Und wenn damit es vor Gericht geht, in einer einstweiligen Entscheidung, dann ist klar, es wird so entschieden, wie Sie es vereinbart haben. Der Betreuer hat keine Handlungsbefugnis, sonst kündigt er das Geld. Es gibt ja auch von Staats wegen bestellte Betreuer, die sagen dann, sie kündigen das, Chironik, was weiß ich, abschmelzen, erstmal dann weiter. Im Sozialfall muss das Sozialamt sich mit dem Bevollmächtigten eins vernehmen, das wäre dann der Bestatter. Sie können natürlich auch jemand anderen bestimmen, zu dem Sie Vertrauen haben. Sozialamtsproblematik hatte ich Ihnen angesprochen, Absicherung der in angemessener Höhe. Da kann es ein rechtliches Problem geben, das ich Ihnen gegenüber nicht verhehlen möchte. Der deutsche Staat sagt bei der Sozialamtsbestattung, also bei dem, was bleiben darf, jenseits des Sozialamtes dann, als Bestattungsvorsorge, es muss ortsüblich und angemessen sein. Jetzt kann es eine Debatte geben, was ist ortsüblich und angemessen. Ein Helmut Schmidt im 4. Stock im Sozialwohnungsbau in Duisburg-Ruhrort, für den ist etwas anderes angemessen als Helmut Schmidt, Altbundeskanzler Hamburg. Ortsüblichkeit und Angemessenheit. Das bedeutet, dass durchaus es passieren kann, dass man sagt, ja, also das mag alles sein, die Perspektive mit Chironik, aber Sozialamtsthema, nee, das ist nicht angemessen, die normalen Bestattungsformen. Dann gäbe es eine rechtliche Auseinandersetzung. Wenn Sie aber das als Ihre persönliche Überzeugung festhalten, könnte es auch sein, dass Sie dann oder Ihre Angehörigen obsiegen. Ich will Ihnen das nur gegenüber ansprechen. Ja, ich bin am Ende meines kurzen oder langen Vortrags, wie auch immer. Was immer du tust, tu es gut und denke an das Ende. Oder in ihrer Perspektive, wenn man meint, es ist vorbei, geht es vielleicht erstmal richtig los. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen ertragreiche Einsichten in dieser
Veranstaltung und bin jetzt noch für Sie da, wenn Sie konkrete Rückfragen haben, so wie der Herr oder andere Dinge. Dankeschön.